Ja, mein neues C++ Tutorial. So, ich habe jetzt hier dann mal den Codeblocks. Da stelle ich jetzt ein neues Projekt und das soll erstmal eine Konsole. Das erstmal sein. So. C++, ein Projekt, das ist C++. Ich nenne es Programmierung. So. Jetzt haben wir hier die Main-Datei. Die schmeißen wir mal komplett raus. Das ist erstmal noch nicht. Da gehen wir erstmal in die. Sowas, da komme ich später nochmal dazu. Das ist. Sowas benutze ich gar nicht. Oder nur ungern. So. Tab-Taste. So, das erste ist hier die Include-Anweisung. Damit werden externe Bibliotheken eingefügt. Aber das kommt alles noch. Das ist erstmal so, dass der Aufbau von jedem Programm. So, hier ist der Einsprungspunkt. Der Compiler erzeugt dann den Code so, dass das alles, was ausgeführt wird, so strukturiert wird, dass das alles, was hier steht, dann so angeordnet wird, dass er gleich zu dem Einsprungspunkt hinkommt. Ja, schlecht erklärt. Okay. Aber ich versuche es so einfach wie möglich zu erklären. Also so wirklich so leicht wie möglich zu halten. Also da werden bestimmt auch dass wir auch Fragen aufwerfen und ich versuche auch möglichst nicht vorzugreifen. Es wird sich nicht vermeiden lassen, aber gelegentlich, also ich versuche es so sauber wie möglich, also wirklich Stück für Stück. So, das erste, was man auch in jedem Tutorial findet, ist eine einfache Ausgabe. So. Und das ist hier std Doppelpunkt cout Leerzeichen zweimal kleiner als und jetzt eine Zeichenkette. Und die müssen wir, das macht Codeblocks hier schon ganz gut. Da wird das gleich in Doppelanführungszeichen gesetzt. Und alles, was jetzt zwischen den beiden Anführungszeichen steht, wird jetzt als Zeichenkette interpretiert. Das ist ganz wichtig, das werden wir später alles noch genau erkennen. So. Und zu dem Programm ist ja dieses bekannte Hello World. So. Drei Ausrufezeichen. So. Und wenn ich das jetzt so abschließen würde, dann Semikolon. Also man muss ja dann jede Anweisung muss man mit einem Semikolon abschließen. Das ist nicht in allen Programmiersprachen so. Aber in den meisten. So. Und wenn ich das jetzt so abschließen würde, das lässt sich auch übersetzen, ja, ich mache mal jetzt, dass er das erstellt, ohne Fehlermeldung, wenn man das jetzt ausführt. So,
Ja, zeigt uns an, Hello World. Gut, hier wird automatisch das wird hier von Codeblocks hingesetzt. Das wird intern ein sogenanntes Pausesignal, sodass dessen auf eine Eingabe vom Benutzer gewartet wird. Das andere Problem ist jetzt auch, wenn ich das jetzt in der Konsole ausführen würde, dann würde das ausgegeben werden und direkt dahinter der neue Prompt. Ja, das ist auch wieder nochmal eine andere Sache. Ja, zeige ich aber auch noch, was ich damit genau meine. Das wird dann dahinter, also die neue Eingabeaufforderung würde dann dahinter dann. Das sieht sehr unleserlich aus. Und damit das nicht passiert, macht man hier ein sogenanntes neue Zeilenzeichen. So, das macht man mit einem verkehrt rum Schrägstrich und einem N. So. Und ach so, das war hier oben der da. Erstmal abschließen. Das vergesse ich auch ge gelegentlich mal. Jetzt übersetzen wir das nochmal. Und so, jetzt hat er da auch. Jetzt würde das, wenn man das jetzt nur eine reine Eingabeaufforderung, also hier, wenn man das Programm da starten würde, dann würde das Hello World hier ausgegeben werden und dann eine Zeile tiefer wieder dieser Prompt. Das ist ein sogenannter Prompt. Ja, also bis zu dem Dollarzeichen. So, dann ist da, kommt ein Leerzeichen und danach kann man wieder hier neue Eingabe sozusagen was eingegeben. So. Und das wird damit bewirkt. Unter Windows läuft das so, dass automatisch ein Zeilenumbruch gemacht wird nach jeder Ausgabe. So. Das wäre es erstmal für den Anfang. Ja, wenn es gefallen hat, Daumen hoch und von mir aus auch ein Abo. Würde ich mich freuen. Okay, schönen Dank.